Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, längere Zeit wurde in Gotha West ein Frettchen gesichtet und konnte schließlich zu seinem Schutz eingefangen werden. Es ist ein schöner, kastrierter Rüde mit einem sehr ausgeprägten, typischen Frettchenverhalten. Tierheimleiterin Katrin Mattes ist sich sicher, dass Frettchenkenner wissen, was mit dieser Aussage gemeint ist. Denn bei Menschen, die sich mit Frettchen auskennen, soll der gefundene Wanderer ein neues Zuhause finden. Der Rüde wird auf 3 bis 4 Jahre geschätzt. Weil er kastriert ist, nimmt die Tierheimleiterin an, dass er vielleicht aus einer Gruppenhaltung stammt. Deshalb wäre es auch sehr schön, wenn der neugierige Frettchenmann wieder mit Artgenossen leben könnte. In der Arche Noah ist er ganz allein und braucht jeden Tag etwas Neues, das er erkunden kann. Frettchen schlafen lange und gern, aber wenn sie wach sind, brauchen sie Beschäftigung und viel Platz in einer Wohnung. Auf diesem Weg sind Frettchenliebhaber angesprochen, die dem schönen Rüden wieder ein neues Zuhause geben wollen. Außerdem wird heute ein ganz süßes, dreifarbiges Katzenmädchen vorgestellt, das auf etwa 1 Jahr geschätzt wird. Mit 4 anderen Kätzchen wurde es gefunden und zu Arche Noah gebracht. Das Kätzchen wurde kastriert und sucht nun ein Zuhause für einen schönen Start in ein aufregendes Katzenleben. Anfangs war das Glückskätzchen, wie die dreifarbigen auch genannt werden, die schüchternste von allen. Das hat sich aber schon sehr gebessert. Wenn jetzt fremde Menschen ihr Zimmer betreten, ist sie die neugierigste von allen. Die Schönheit könnte auch gut zu einer schon vorhandenen Katze kommen, denn in Gemeinschaft wohnen kennt sie gut. Für sie wird ein Zuhause mit Freigang, aber keine reine Hofhaltung gesucht. Bei ihren neuen Menschen möchte die kleine Madame ein gemütliches Plätzchen zum Träumen haben, Streicheleinheiten natürlich inbegriffen.